Weiter geht's im Auge der Helios mit Fuba und Schnorrer in Borderlands Pre-Sequel. Tach! Moin! Moin! So. Auf zu Jack. Hey, oh, Captain Jack. Dann leiten wir mal die neue Sequenz ein. Oder? Warte, nicht den Schalter drücken! Was ist denn? Wenn sich das Auge während des Reboots komisch verhält, will ich nicht in der Nähe sein. Dank der Sicherung kann nicht viel passieren, außer dass es sich abschaltet. Na, ich stimme zu, nicht zuzustimmen. Los, zurück zur Kommandozentrale. Jetzt, wo die Sapenudel tot ist, kann ich den Laser auch von dort aus rebooten. Vor allem Reisen, weißt du? Ah, jetzt bestimmt. Achso, da. Ich dachte, die in die Tür geht jetzt auf. Schade. Und weg ist er. Ja, er ist schon durch. Okay, die Schotte ist tot, wir retten den Mond und die Kammer voll mit coolem Alien-Zeugs ist anscheinend bereits offen. Stell den Laser ab, dann kann der Spaß losgehen. Die Suche nach der Kammer. Stell den Laser ab. Stell den Laser ab. Du stehst drauf. Was ich bloß nicht verstehe, in Teil 2 hat er doch gesagt, er muss bis zum Laser noch zur Kammer durchbohren. Steuerung wird zurückgesetzt. Ja, ja. Reboot in 5, 4, 3, 2, Abschaltung abgebrochen. Ungültige Energiekonfiguration. Was? Na toll, und jetzt? Jack, es tut mir leid. Oh oh. Mir nicht. Achtung, Singularität entdeckt. What? Oh, was ist jetzt los? Bist du auch angezogen? Ja, ja. Na, da ist so ein schwarzes Loch da vorne. Ich fall dir in den Rücken. Ich versuche dich zu killen. Beides Dinge, die ich schon längst hätte tun sollen. Du machthungriger Psychopath. Wie meinst du das, Moxie? Wie hast du überhaupt... Ich hab dich beobachtet, Jack. Und hinter diesem Lächeln, hinter deinem Heldenkomplex, stimmt was nicht mit dir. Wenn du die Helios lebend verlässt, wird das vielen anständigen Menschen leid tun. Nein, 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 nein! So, sie haben den Hintergang. Ich hab dich vertraut, Moxie! Weißt du, was du getan hast? Du hast uns gerade alle getötet! Wohl, Sugar. Oh, oh. Hä? Verdammt! So jetzt. Das Auge! Oh, das war ein Einzelstück! Was also hätte ich damit alles doch zerstört, ja. So wie es aussieht. Verdammte Lügner! Verdammte Feiglinge! Alle nicht besser als Banditen! Abschließen. Da gibt's lila Granate oder Schild. Oh, und ein Level-Up. Ein geteiltes Haus, Mondmeister. Oh, das Schild sieht ganz nice aus. Ja, ich nehme auch den Schild. Aber macht wieder minus Gesundheit, aber nicht so viel. Oh, das habe ich gar nicht drauf geachtet. Alles zu seiner Zeit. 124. Ich krieg maximale Gesundheit dazu. Ja, da steht plus, aber dahinter steht minus. Bei mir nicht. Erhöht maximale Gesundheit. Cool. Bei mir steht reduziert. Aber mein jetziges Schild, was ich hatte, reduziert auch die Dings. Also, und das macht nicht so viel. Was ist dort oben los, John? Die Messwerte sind... Halten Sie die Klappe, Tassata! Halten Sie die Klappe! Meine Ex und ihre zwei besten Freunde wollten mich gerade umbringen. Und das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein seniler Sack, der mir ins Ohr heult. Wenn ich von Ihnen noch einmal etwas anderes höre als Super Jack oder ich schicke Ihnen einen großen Sack Geld, dann greife ich durch meinen Echo-Communicator und pule Ihnen die Augen aus dem Kopf! Ist das klar? Ich... Wiederhören, John. Wiederhören! Danke für den Anruf. Jetzt ist er wohl verrückt. Wilhelm, du hast Elpis und Pandora gerettet. Wie fühlst du dich? Zorn. Schmerz. Es werden noch viele sterben, bis ich hier fertig bin. Wir haben mit... Nach deinem Mordversuch an uns reisten wir zu Sarpedons Raffinerie, um die Kammer zu suchen. Wieso? Du hattest den Mond doch gerettet. Wieso bist du nicht gegangen? Ich sollte eine Kammer finden. Ich mache keine halben Sachen.
Außerdem hatte Lilith versucht, mich zu töten. Wenn sie zur Kammer wollte, wollte ich sie stoppen. Ja, tut mir leid, dass ich dich killen wollte. Tut es nicht. Nein, tut's nicht. Moxie wollte also Jack töten? Hat sie mir nie erzählt. Sie hat Schichten. Sie ist wie eine Zwiebel mit Brüsten. Moxie hält ihre Karten ziemlich dicht vor der Brust. Was bei ihrer Körbchengröße etwas heißen will. Hier sind noch Nebenquests. Hä? Wie hä? Also das bedeutet, Moxie wollte ihn einfach nur töten, oder was? Ja, hast du mitgekriegt. Ist jetzt aber schief gegangen? Ja. Scheinbar, warum auch immer. Und dann wurde sein Auge zerstört. Und wir suchen jetzt die Kammer, theoretisch. Aber ich will die Nebenquest hier noch holen. Da hinten das Ausrufezeichen. Ja, musst du da hinkommen. Oder wie bist du da jetzt irgendwie hin? Na, ich bin hier gerade hin. Ja. Ich sag ja, diese Map ist nicht meins. Was? Diese Map ist nicht meins. Bist du runtersprungen nochmal oder was? Oder wo geht's hier? Ich bin links rumgelaufen. Ja, also ich bin dir hinterher. Ach, da! Jetzt kommen hier gar keine Gegner mehr, oder was? Doch, bei mir ist hier Gegner. Das ist ein Roboter. Hier kommen aber Gegner bei mir gerade. Oh, wo geht's denn hier nochmal wieder runter? Wo hier die Nebenquest. Da bin ich gerade da. Soll ich diese Frage ernsthaft beantworten? Wo ist denn das hier? Muss ich noch weiter runter hier? Da. Das ist blind. Eine Wachkiste, die war nie. Oh, 4000. Das Auge des Zerstörers ist nicht ganz kaputt. Beschafft die restlichen Iris-Teile. Und dann können wir es reparieren. Los. Geh! Ich hab einen Teil vom Auge aufgenommen. Oh, bin gleich tot. 4000 Damage hat. Du verarschst mich doch gerade wieder, oder? Hä? 4000 Damage. Wie heißt das? Weiß ich nicht. Raketenwerfer. Oh, hätte ich dir meinen gar nicht geben brauchen. Ja, da wussten wir ja noch nicht, dass ich einen neuen bekomme. So, jetzt sind wir fast einsammeln. Oh, Alter, ich bin langsam gut im Sniper, den gibt's da ja nicht. Glaubst du ebenfalls. Jetzt nicht mehr. Du hast ja gar nicht die Laufbahn. Ach, du rennst schon wieder weg. Ja, ich hab mich deinem Movement angepasst, sozusagen. Das ist sowas, würde ich nie tun. Finde ich ganz schön dreckig von dir. Oh oh, ich sterbe. Und deswegen werde ich auch vor dir beim Auge sein. Vernichte sie zum Frühstück, Willy! Ich sterbe nicht mehr. Was ballert hier schon wieder auf mich? Irgendwas ballert auf ihn. Warum hänge ich denn hier? Wie komme ich denn da? Ach, da. Nee. Doch. Haha. 80 Kilometer laufen, ja. Ich habe ein Stück der Iris gefunden. Es scheint mir aber unbrauchbar zu sein. Du bist schon da? Yep. Danke für deine Meinung. Jetzt weiter. Los! Wir einfach weiterlaufen. Hier ist wieder so ein großer Wetter. Aber die Moxie-Waffe da, die ist echt geil. Den anderen lässt du wieder hier. Welchen anderen? Ich schon wieder Damage. Damage. Lässt da alle Gegner hier übrig, ey. Toll! Ja. Ah, bin down. Diese scheiß Explosionsdinger, hast du das wieder aktiviert, oder was? Ja. Toll. Danke. Hey, die Fliegedinger. Ist hier ein Shop? Ja, hier ist ein Shop. Sehr gut. Shoppy. Hier ist noch ein guter Schild. Vielleicht für dich. Ich habe ja jetzt einen guten. 879 plus maximale Gesundheit. Hast du gehört? Hä? Hast du gehört? 879 plus maximale Gesundheit 250. Brauche ich nicht.
Ne, hier bin ich falsch. Kaufe ich mir den? Was hab ich im Moment? Sammler Augenstücke. 859. Kann das gar nicht aufheben, ey. So, das sollte reichen. Jetzt geh zur Forschungs- und Entwicklungseinrichtung und rekonstruiere die Iris. Boss, ich glaub nicht. Tu es einfach. Nicht glauben, nicht denken, einfach tun, was ich sage. Ah, es ist jetzt flippt da langsam aus. Kann ich verstehen, wenn man mit dir zusammenarbeiten muss. Ey. Wieso mit mir? Mit dir? Wir sind ja irgendwo hoch, ja? Ist das hier oder? Auf Reisen müssen wir, glaube ich. Ja, Reisen. Uno Reiso. Hä? Was ist das? Ah. Lass uns doch mal reisen. Helfen du musst durch. In eines der Biolabore. Dort wirst du das Auge rekonstruieren und dann führen wir einen Test damit durch, okay? Das klappt und schon. Und dann explodiert ich das direkt. Ich weiß es. Das wird wahrscheinlich eher so ein Gegner, so ein mega starker. Entweder sowas oder geht halt dann kaputt. Dann ist er richtig sauer. Dann ist er richtig sauer. Achtung, Gegner. Oh, er bringt ja kaum Erfahrung. Ist ja egal. Die rennen uns hinterher. Muss ja nicht sein. Wir laufen eh falsch. Ist hier irgendwie falsch? Hab ich doch gerade gesagt. Hörst mir nicht zu, ey. Kann das sein, dass ich dir nie zuhöre? Fick dich. Geht's da doch durch? Scheiße. Hier geht's auch durch, ja. Na gut. Ein paar Schritte mehr gemacht. Oh oh. Ich bring mal hier die ganzen Viecher mit hinter uns, ja. Ein paar mehr Viecher. Gut, such dir jetzt eine Petrischale oder sowas und setz die Stücke des Auges wieder zusammen. Eine Petrischale? Weißt du wieder nicht, was das ist? Mal hier die ganzen kleinen. Du machst das schon. Viecher wegmachen. Was greift mich hier an? Ist das überhaupt hier in der Ecke? Nein. Okay. Okay. Das sieht gut aus. Jetzt schweiße sie mit einer Wieso? Energie. Hä, wo bist du denn hin? Oh, jetzt kommen hier noch mehr von den Gegnern. Ich komme. So, ich will auch nähen. Wo ist denn das Auge? Ach, da. Und kaputt. Okay, zusammengeflickt. Setze es auf die Vorrichtung, damit wir es übers Testgelände jagen können. Lol. Fast geschafft. Jetzt schießt mit einer Laserknarre drauf. Wenn du eine Laserwaffe brauchst, da sollte irgendwo eine sein. Diese Wissenschaftler müssen ihre Geschöpfe wesentlich wo drauf denn auf das Auge? Jo. Ich hab doch hier eine Alter! Hast du kaputt gemacht, ja? Ich hab gar nichts. Erstmal nicht, nee. Scheiße, wir müssen wechseln zugleich auf diese Hauptdienstag. Wieso? Können wir doch jetzt noch abgeben hier. Ach, das, nee, wir müssen auch reisen wieder zu ihm. Yes, aber sonst gehen wir wieder auf den Planeten zurück. So oder so müssen wir reisen. Wir zurück zu ihm, oder? Nein. Also wir reisen schnell zu ihm. Das andere war doch auch auf dem Planeten von ihm.
Ja, ach so, aber wir wissen ja nicht, ob wir zwangsläufig wieder auf die Station zurückkommen. Wieso? Willst du hier noch was machen? Hä? Ich will jetzt bloß bei ihm die Quest abgeben, noch schnell. Die wir eben gelöst haben. Nicht hier auf dem Planeten. Wir sind doch eigentlich nicht auf dem Planeten. Nein, wir sind im Forschungslabor. Naja, wir müssen doch so oder so reisen. Ja, meine ich doch. Hä, verstehe ich nicht. Nein, da wo wir die Quest wieder zurückgeben und abschließen, da war doch auch die Hauptquest noch. Nee. Die Hauptquest haben wir doch schon eine neue gekriegt. Nee, wir haben doch jetzt gerade eine Nebenquest gemacht. Ja, aber wir haben doch trotzdem schon eine Hauptquest bekommen. Da war doch noch was zu erledigen in der Hauptquest. Naja, und da müssen wir zurück auf den Planeten. Naja, sag ich doch. Hä? Verwirr mich nicht, ey. Verwirr mich doch mal. Ach, herrlich. Jack's Office. Gab's hier Munition eigentlich? Alter, ich hab Munitionswiederherstellung. Siehst du, da gibt's noch eine neue Quest. Beeindruckend, wie der Künstler das Potenzial dieses Mediums voll ausschöpft. Ob sei er erst jetzt wieder in sein Office oder was? Das werde ich denen nie verzeihen. Folgenpause. Scheiß Auge alles hätte machen können. Soll ich erstmal hier die. Nein, Folgenpause. Quest abholen? Erst Folgenpause. Okay. Die sabbeln doch gleich wieder. Die sabbeln dann, ja. Gut, dann machen wir Folgenpause. Spitze, bedanke dich. Bis zum nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.